Die Aufgabe der Verkaufsförderung, ich will, dass er jetzt kauft und nicht, dass er mit seiner Frau noch besprechen will oder sich das nochmal überlegen will. Ich muss mir das doch überlegen. Stimulierung. Stimulierung ist die Aufgabe. Ja? Förderung, Verkaufsförderung durch Stimulierung. Ich kitzel ihn ein bisschen. Ja? Stimulierung sofortiger oder umfangreicher Käufe. Ich will, dass er nicht jetzt noch mit seiner Frau das bespricht, sondern ich will, dass er sofort kauft. Oder ich will, dass er ein bisschen mehr kauft. Und dafür kitzel ich ihn ein bisschen. Und dieses Kitzeln, da gibt es verschiedene Instrumente, schauen Sie in Ihren Unterlagen, wobei die Struktur ist verbrauchergerichtet und auf der nächsten Seite handelsgerichtet. Also auch der Produzent oder der Großhändler könnte den Einzelhandel stimulieren. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei den verbrauchergerichteten Instrumenten und damit löst sich die Frage auf, zu welchem Aspekt denn dieses hier gehört. Das ist eine Produktprobe. Eine Produktprobe. Und diese Produktprobe soll stimulieren, dass er es kauft. Ja? Wobei das jetzt nicht ein Kitzeln ist im Sinne von Kauf sofort, sondern lerne es kennen, ja? Und kaufe danach. Ja, das ist hier dann die Idee bei der Produktprobe. Gutscheine. Das ist so eine Stimulierung, kauf jetzt. Denn diese Gutscheine kann man auch zeitlich befristen. Ja, also ich gebe dir einen zeitlich befristeten Gutschein, wenn du den einlöst, dann bekommst du das Produkt auch vielleicht ein bisschen billiger. Gerne kombiniert mit Preispolitik hier. Ja, also das mit den Gutscheinen, das funktioniert nach wie vor recht gut. Ja, Sie haben sicher auch schon mal irgendwie irgendein Kuvert geöffnet. Und da war ein Gutschein dann dran. Da gibt es nämlich durchaus auch Kooperationen zwischen Unternehmen, die das gegenseitig austesten. Ja, wenn Sie im Versandhandel bei der einen Firma etwas bestellt haben, Sie bekommen die Ware ins Haus gesendet, ist dann manchmal ein Gutschein dabei für eine ganz andere Firma. Ja. Sonderpreispackung, das bedeutet, das ist der Unterschied zur Produktprobe, das gibt es gratis. Sonderpreispackung ist halt weniger und günstiger, Geschenke, Gewinnspiele, Treueprämien, ja, hier verschwimmen die Grenzen zu diesen Rabattsystemen, na, das ist also irgendwo beiden zuzuordnen, Probenutzung, ja, Probenutzung, beim Auto nennt man das dann Probefahren oder hier Probenutzung, Garantieleistung. Ja, man muss immer schauen, was hält den Kunden ab davon, jetzt zu kaufen. Vielleicht hat er Angst, wenn das kaputt geht, die Reparatur und diese Dinge. Dann gibt man eine Garantie. Ja, die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt, nicht die Garantie. Achtung, ja, die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt, die Garantie ist was anderes. Aber das kriegen wir später, das sind die rechtlichen Aspekte. So, spezielle Finanzierungsangebote, auch beim Autokauf sehr beliebt, das werden Sie kennen. Ne? Die großen Automobilunternehmen haben längst eigene Banken gegründet, über die das dann abwickeln. Dann POP oder POS, das ist der Fachausdruck für den Verkaufsort. Point of Sale, POS, der Point of Sale, der Verkaufsort, also im Laden. Ein Display, ja, einen Aufsteller, ein Präsentationsinstrument, ein Roll-up, ja, so etwas. Das sind solche Display-Systeme. Visuelle und phonetische Verkaufsförderung, man nennt das auch sprechende Regale. Also Sie gehen durch den Baumarkt, lösen eine Lichtschranke aus und werden von rechts angelabert, dass Sie den Drehmüll jetzt kaufen müssen, unbedingt. Ja, gleichzeitig geht an so einem Fernseher, der nämlich auch an dem Regal dranhängt, geht ein Film los, ja, und dann sehen Sie den Drehmüll. Dann müssen Sie den Drehmüll kaufen.
Sie wissen noch nicht, was der Drehmittel ist, sonst müssen Sie das jetzt nacharbeiten. Also, mit diesen Glasschneiden. Sowas, ne? Solche Geschichten. Also in Baumärkten visuelle und phonetische Verkaufsförderung sehr beliebt. Sprechende Regale. Kleine Fernseher an den Regalen. Und die Propagandisten, das sind die Leute, die da mit Tapeziertischen stehen und das Produkt vorführen. Ja, wollen Sie nicht mal hier sich schminken lassen, möchte vielleicht mal jemand aus dem Publikum hier nach vorne kommen und das mal, ne, die neueste Kosmetik oder was weiß ich. Ja, die machen, führen das dann auch dann vor und so weiter. Das sind alles Stimuli, in dem Fall Verbraucher gerichtet. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.